Hallo, ich möchte euch heute die 50er Jahre ein bisschen näher bringen. Ich werde euch verschiedene Frisuren zeigen, aber ich fange jetzt erstmal an mit, mit diesem Tuch hier und zwei Varianten, wie man dieses Tuch tragen kann, wie die das so in den 50er Jahren getragen haben und was man ja auch oft sieht. Rihanna zum Beispiel hat das öfters mal, so welche Tücher trägt sie. Ja, und dann fangen wir gleich an. Also was wir zuerst machen müssen ist, für den ersten Style sozusagen, ist, wir machen uns eine Tolle. Also wir kämmen das ganze Haar nach vorne, teilen hier ein Stückchen ab und topieren, legen das nach hinten. Am besten ist es zu topieren, weil eine Tolle kriegt man sonst eigentlich nicht hin, außer man hat jetzt Naturlocken oder große Wellen, dann kriegt man das hin. Aber mit glatten Haaren kriegt man das eigentlich nicht hin, dass das so schön bleibt. So. Und jetzt nehme ich mir hier vorne noch eine Strähne. Hier die. Liegt die da hin? Man kann jetzt ein bisschen Haarspray reinmachen, wenn man das möchte, aber ich brauche das immer gar nicht. Und kämme das Haar jetzt einfach so, wirklich so ein bisschen, sag ich mal, schon übertriebene, Tolle. So, und kämme das Haar dann hier oben halt wieder schön glatt, so dass es ordentlich aussieht, das Deckhaar. Und schieben uns das so ein Stückchen so nach vorne, so. Befestigen das mit diesen geschlossenen Haarklammern. Am besten ist es, man macht es über Kreuz, weil dann halten die am besten. Also so überkreuzen, ne? Die eine schiebt man so rein, die andere schiebt man so rein. So, es muss jetzt auch nicht hundertprozentig perfekt ordentlich sein, aber so ungefähr. Hier habe ich ein bisschen wenig, finde ich jetzt. Nehme ich mir noch ein bisschen was dazu. Das kann man einfach variieren. Topiere ich auch ein bisschen an. Und lege das hier, diese Strähne, lege ich hier drüber einfach und schiebe mir die so, wie sie mir gefällt, und befestige sie jetzt nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung, weil sonst rutscht sie euch wieder raus und wir wollen sie ja hier rüberlegen, deswegen in diese Richtung die Nadel reinschieben. So, und jetzt haben wir die Tolle schon fertig und jetzt kommen wir an das hintere Haar und das hintere Haar machen wir wirklich einfach wie so eine kleine Banane. Ich zeige euch das einmal. Also ihr nehmt euer Haar und also bei mein Haar ist jetzt schon ziemlich lang, ja. Bei kürzerem Haar ist es noch einfach, dann legt ihr es einfach hier hin und steckt es mit Haarnadel fest, so dass es am Kopf dran bleibt. Ich mache allerdings, ich fasse hier einmal rein, drehe das einmal, nehme mir dieses Endstück hier in die Schlaufe und befestige. Und dann habe ich hier oben so ein, ja, so eine Wülst. Und nehme mir Haarnadeln und befestige das. Es ist eigentlich einfach nur wichtig, dass das Haar hochgesteckt ist und nicht rausfällt. Man könnte es wahrscheinlich auch einfach mit einem Dutt und einem Gummiband befestigen, aber früher haben die das auch so gemacht. Und einfach gut mit Haarnadeln befestigen. Umso länger das Haar ist, umso schwerer ist es natürlich, und man braucht ein paar Na mehr Nadeln. So sieht das jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir das Tuch und ich habe es schon ja, ins Dreieck gemacht. Lege mir das Tuch einfach so über den Nacken und klappe die obere Seite hier nach oben. Und was man machen kann, man kann jetzt schon eine Haarnadel reinstecken, weil manchmal fällt das einfach wieder so doof runter und das ist so eine Fitzelarbeit. Und ich schiebe hier jetzt einfach eine Haarnadel rein, so dass die Spitze hier oben fest ist. Dann nehme ich mir die Seiten, ziehe die nach oben und mache mir einen Knoten. Jetzt muss ich entscheiden, möchte ich meine Ohren rausgucken lassen oder sollen die ja unterm Tuch sein? Ich mag es lieber, wenn sie rausgucken. So, dass den Knoten, jetzt kann man noch einen zweiten Knoten machen, wenn man das Gefühl hat, das hält nicht so gut.
Diese Seite ist jetzt schon, hat sich schon gut hingelegt. Diese Seite nehmen wir einfach und klappen sie hier rein. Und ja. Im Prinzip ist der Style Guide schon fertig. Was man noch machen kann, ist, man kann hier unten noch ein paar Haarnadeln reinschieben. Also so welche geschlossenen, damit einfach das nicht verrutscht. So hier. Die sollten dann allerdings natürlich schwarz sein jetzt, weil das sieht natürlich jetzt doof aus, wenn ich hier so eine goldene habe. Aber ich habe nochmal keine schwarzen, weil mein Haar ja blond ist. Ja, und das ist Style Nummer 1. So, für Style Nummer 2 brauchen wir wieder die Tolle. So, und die habe ich jetzt einfach so gelassen. Dann brauchen wir eine Bürste, das Haar einmal ein bisschen durchkämmen. Und wir machen uns ein hohen Pferdeschwanz. Ich drehe mich einmal zur Seite. Also circa hier so. Und nehmen wir uns ein Gummiband. Ziehen den schönen Stamm. Was ich immer mache, um den wirklich so ein bisschen so flauschiger zu machen, ich nehme mir die oberen Haare hier und ziehe die so nach oben auf sozusagen. Und dadurch entsteht halt auch dieser, ja, dieses Flauschige dann, sodass der Zopf halt so ein bisschen auseinander ist. So, dann entsteht halt sowas. Und das muss auch nicht perfekt ordentlich sein. Jetzt brauchen wir den Lockenstab und wir machen uns ja hier unten in die Spitzen so ein paar Locken rein. So, jetzt habe ich mir Locken reingemacht. Ich habe jetzt nicht so viele reingemacht, aber es sieht wirklich halt besser aus, wenn das Haar dann halt kürzer ist und die Locken eigentlich im Prinzip ein bisschen mehr sind und das halt nur so lang ist. Ich finde, hier hängen sich die Locken dann halt auch wirklich schon ziemlich raus. Das ist gut, ist halt so. Dann nehmen wir uns dieses Haartuch wieder. Dieses Tuch. Ich habe das jetzt einfach so aufgewickelt. Also ich habe das genommen, umgeschlagen. Nicht drehen, sondern wirklich umschlagen, weil sonst hat man so eine, ja, so eine Wurst auf dem Kopf. Sondern man will ja was, so ein, ja, sowas Eckiges haben sozusagen. Ist jetzt ein bisschen doof erklärt, ne? Also es soll halt so aussehen. Platt, so. Und jetzt nehmen wir das Haartuch und legen es hier unten hin, unter den Zopf. Und knoten es einfach hier am Kopf so fest. Ich schiebe das wieder hinter die Ohren, aber viele tragen es auch, dass die Ohren versteckt sind. Aber ich mag das irgendwie nicht, das stört mich. So. Im Prinzip ist der Style jetzt fertig, aber ich ziehe mir die Tolle jetzt hier nochmal so ein bisschen heraus mit dem Stielkamm einfach. So, weil die ist jetzt ein bisschen platt gedrückt durch das Tuch. Ja, und den Zopf nochmal ein bisschen stramm ziehen. Ja, und so ist der zweite Style fertig. Und das war's von mir. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!